das ist gelebte Liebe zum Automobil. Vom Sound her auf jeden Fall auch in der Oberklasse. Hallo ihr schönen Menschen, herzlich willkommen im Jahre 2008. Die CSU verliert im Bayerischen Landtag die absolute Mehrheit. Barack Obama wird zum Präsidenten der USA gewählt und ein gewisser Lewis Hamilton auf V8 wird zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister. Auf McLaren Mercedes übrigens mit einem V8 Motor. Ein V8 haben wir auch in diesem Fahrzeug, ein BMW 650i. Der gehört dem Matthias, der neben mir sitzt. Hallo zusammen. Und ich bin tatsächlich der erste Mensch, der dieses Auto fahren darf, außer natürlich dem Matthias selber. Das ist eine wahnsinnig große Ehre für mich und ich habe auch die passenden schicken Handschuhe dazu, die unglaublich weich sind. Ja, das Besondere an diesem Fahrzeug, es ist ein Fahrzeug aus der Chris Bangle-Ära. Einigen von euch, die sich ein bisschen mehr mit BMW beschäftigen, ist der Name ein Begriff. BMW 7er E65 war am Anfang ein Bruch mit dem bisherigen eleganten BMW-Design. Und auch dieses Auto ist ein klassischer Chris Bangle BMW mit dem ganz extravagant gestylten Heck, aber einer etwas gediegeneren Front. Damit ihr euch jetzt erstmal ein Bild machen könnt, von außen habe ich einen wunderschönen Carport in einer wunderschönen Location gedreht. Los geht's. Metern fällt mir tatsächlich auf, der fühlt sich leichtfüßiger an, als die gut 1,9 Tonnen vermuten lassen. Die Lenkung ist auch ganz leichtgängig. Ne? Die Lenkung ist leichtgängig und die ist erst hart, wenn man das Auto schneller bewegt. Durch zunehmende Geschwindigkeit wird sie härter. Ah, okay. Wie bist du zu dem Auto gekommen? Wie bin ich zu dem Auto gekommen? Ich habe mich vom E46 M3 Cabrio schweren Herzens verabschiedet, weil es sehr hart, sehr sportlich, sehr laut war und eine richtige Fahrmaschine. Okay. Und habe nach etwas gediegneren gesucht, was trotzdem Leistungsreserven hat, was meinen ästhetischen Ansprüchen entsprechen sollte. Und BMW-Fan durch und durch war für mich die logische Konsequenz, mal einen 6er zu probieren. Und da habe ich mich mit dem Thema 6er auseinandergesetzt. Und festgestellt, dass da auch eine Menge 0815 schwarze normale im Netz zu finden sind und die paar besonderen, für die habe ich mich interessiert, habe mich belesen und so weiter und dann kam ich dazu, das Fahrzeug mich mit dem Modell erstmal zu befassen, was es für Spezialitäten gab und als ich von der Spezialität dieses Autos gelesen habe, dass das eine Komposition Virtuoso Ausstattung ist, da habe ich gesagt, das hätte ich gerne. Leider gab es da nur 30 Stück von, laut dem Artikel, den ich gelesen habe. Und so habe ich 2 Jahre gebraucht, um einen zu finden.
Und jetzt sitzen wir in dem guten Stück. Zur Auswahl standen nur zwei Außenfarben, das wunderschöne Rubinschwarz und das traumhafte Mondsteinsilber. Sowie für den Innenraum ein platinfarbenes Leder mit dunkelblauen Kedern oder ein Cirillo-braunes Leder mit beigen Kedern. Das ist demzufolge das, was wir jetzt hier haben in diesem schönen zweifarbigen Innenraum. Richtig. Ja. In dem Fall haben wir die Komposition aus diesem Braun mit schwarzem Leder und ein paar Chromapplikationen und einer Dekorform. Klavier nennt sich's. Ja, Klavier. Es gab ja eine Zeit lang, da war Klavierlack wahnsinnig beliebt, aber ich glaube, der ist auch sehr anfällig für Fingerabdrücke. Darum die Handschuhe. Ach, jetzt verstehe ich's. Und für ja. den Erhalt des Lenkrads. Ja. Gibt es noch was, was die Komposition Virtuoso besonderer macht? Ja, die limitierte Stückzahl, die Innenraummaterialien, die Farben. Dann hat man bei der Komposition Virtuoso, glaube ich, immer den größten Serienmotor zur Auswahl gehabt. Also ich glaube gar nicht, dass es diese Komposition mit einem 3 Liter Sechszylinder gibt. Ist mir jedenfalls nicht bekannt. Sollte euch da was bekannt sein, bitte auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn euch was bekannt sein sollte, ob dieses Auto wirklich so selten ist, dann muss man es ja eigentlich mit noch mehr Ehrfurcht anfassen, wenn es nur 30 Stück weltweit davon gibt. Du hast gerade gesagt, den größten Motor. Das ist ja der 4,8 Liter V8, der größte Motor, den es serienmäßig von BMW gab. Der einzige noch größere V8, der 5 Liter M5, der war ja von der M GmbH. Sozusagen. Das ist richtig. Der 5 Liter V8, der Sportmotor, war ein Motor mit der Motorcode-Bezeichnung S. Und hier haben wir einen Motor mit der Bezeichnung M, also der M62 heißt er, glaube ich. Und damit ist es der größte, hubraumstärkste Achtzylinder, den es saugend gab. Ich glaube, es war sogar der N62, ja, Nachfolger vom M. Ja, für euch erst kam die M62, dann die N62 und wir haben hier unter der Haube 367 PS, 490 Newtonmeter Drehmoment, gekoppelt an eine 6-Gang Sportautomatik in dem Fall. Es gab die normale Wandlerautomatik und die Sportautomatik. Und der Vorteil, den ich jetzt schon auf den ersten Metern hier erkennen kann, die Automatik nutzt auf eine wundervolle Weise das Drehmoment des Motors, lässt mich hier bei 1200 Umdrehungen wirklich dahin cruisen. Ja, dieser Motor versucht gar nicht einen auf sportlich zu machen. Dieser Motor ist kein Krawallbruder, der wäre in einem M auch völlig deplatziert. Dieser Motor gibt einem Souveränität, ein schönes Klangbild und ein sehr entspanntes Cruisen mit ausreichend Kraftreserve, wenn es zum Überholvorgang kommt. Wovon ich mich vorhin schon überzeugen durfte. Deswegen sei euch auch nochmal das erste Video zu dem Auto ans Herz gelegt. Da ist der Matthias gefahren, der kennt dieses Auto natürlich viel, viel, viel besser. Ich habe es auf dem Beifahrersitz genossen und wir sind erst über die Landstraße und dann über die Autobahn gefahren und haben uns von den Kraftreserven des Motors überzeugt und auch vom Sound, denn wenn man das Gaspedal etwas tiefer tritt, dann hebt er auf eine sehr angenehme Art und Weise seine Stimme. Ja, das macht er. Er bleibt trotzdem dezent, er ist kein Krawallbruder und er hat einen sehr schönen Achtzylinder-Sound. Dieses Auto vermittelt einem manchmal ein bisschen das Gefühl, dass man eher ein US-Cruiser fährt mit BMW-Maßanzug. Mit den niedrigen Drehzahlen, ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was du jetzt sagen würdest, was dir an dem Auto nicht so sympathisch ist, an deiner persönlichen Minuspunkte? Man könnte diesem Auto vorwerfen, es hat keine optimale Rundumsicht durch die lange Motorhaube und auch das Heck ist nicht gleich gut einschätzbar, aber dafür hat man die elektronischen Spielerlein von PDC, die einem da weiterhelfen und der Display, der dann den Wagen gut einschätzen lässt. Das finde ich auch sehr gut, sehr übersichtlich mit der farblichen Darstellung von grün zu gelb zu rot. Ja, das haben sie klasse gemacht. Was man auch sagen muss, das komplette iDrive-System in dieser Modellgeneration ist schon perfekt. Da gibt es überhaupt nichts dran zu nörgeln. Dann hat BMW diesem Fahrzeug eine Logic 7 Klang-Ausstattung spendiert für die Soundanlage. Das ist nett, aber ich bin ganz ehrlich, im Cabrio-Betrieb ist das Radio aus. Da ist die Musik, die ich genieße, der Achtzylinder. Werden wir gleich mal noch ein bisschen Musik machen, dass die Zuschauer das auch hören.
Aber wir waren jetzt tatsächlich, also du bist ja beim Erzählen schon zu den positiven Punkten gekommen. Dann gibt es wahrscheinlich auch gar nichts mehr so viel Negatives. Das Auto ist für Genießer ja tatsächlich formvollendet. Das würde ich so behaupten. Wer sowas im Alltag fährt, ist okay, aber in meinen Augen ist dieses Fahrzeug gar kein richtiges Alltagsauto. Das ist so ein Genussmittel, was man sich mal gönnt, um ja, zu entspannen, zu genießen und einfach zum Wohlfühlen. Apropos Genussmittel. Der Klang ist auf jeden Fall ein Genuss. Auf jeden Fall. Und das war gerade nur so viel. Da merkt man dann, wie viel Kraftreserve tatsächlich noch. So ist noch es. Peter, fahr bitte weiter geradeaus. Das mache ich. Also was mir auf Anhieb positiv auffällt, ist tatsächlich diese gefühlte Leichtfüßigkeit. Ich habe nicht das Gefühl, ein Auto mit 1,9 Tonnen Leergewicht zu bewegen. Ja, das Gewicht ist natürlich nicht zu verachten. Das schlägt sich auch auf den Verbrauch nieder. Wir haben hier ein Auto, was, wenn man ganz realistisch ist, nicht unter 12 Liter zu fahren ist. Vermutlich, wenn du Langstrecke gemütlich fährst, dann vermutlich schon. Das mag sein, aber eine 500-Kilometer-Tour habe ich mit dem Auto noch nicht gemacht. Wenn, dann sind es diese typischen Wochenend-Nachmittagstouren, vielleicht mal 2-3 Stunden am Stück durch unsere herrliche sächsische Schweiz oder das Erzgebirge. Kann ich euch definitiv nur ans Herz legen. Wunderschöne Landschaften, wie gemacht für so einen wunderschönen Cruiser. Wäre es jetzt geschlossen, würde ich sagen, ist ein sehr schöner Gran Turismo. Ja, das kommt, geht in die Richtung. Ich würde auch die Bremse als sehr positiv bemerken. Okay. Also ich bin von der Bremse begeistert. Dafür, dass das Auto so unheimlich schwer ist, macht sie es ziemlich souverän. Das ist ja auch wichtig, ja. Mir kommt jetzt beim Dahingleiten noch ein Wort in den Kopf. Überfluss. Diese Lockerheit, mit der so das Drehmoment bei wenig Drehzahl aus dem Ärmel schüttelt, das ist meiner Meinung nach schon ein ganz großes Kino. Ich denke, das Wort Überfluss, das beschreibt eigentlich dieses Auto, dieses Konzept, dieses Auto. Niemand braucht das, aber es ist schön, wenn man es hat. Und das, damit sind wir so ein bisschen bei der Essenz hier von dem, was ich auf dem Kanal transportieren möchte. Ob das so ein besonders opulentes, starkes Auto ist oder eben auch ein Sportcoupé der 90er. Vielleicht braucht niemand so ein Auto, aber wir fahren es, weil es einfach unser Herz erfreut. Ja. Das ist gelebte Liebe zum Automobil. Und dass das natürlich facettenreich sein darf, das steht gar nicht zur Debatte. Das muss so sein. Ohne Ende, ja. Das macht die Automobilwelt ja überhaupt erst bunt. Davon bin ich überzeugt. Wie langweilig wäre das, wenn wir auf den Autotreffen nur immer die gleichen Porsche 911 sehen würden oder bei jüngeren Autos die VW Golf GTI oder bei älteren Autos die VW Käfer. Wir brauchen auch die Exoten, die manchmal anfangs vielleicht ungeliebt waren, wie zum Beispiel auch die Chris Bangle Autos, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn du jetzt mit dem 6er in dieser schönen Kombination einfach irgendwo stehst, das Auto hat absolut Aufmerksamkeit verdient und auch absolut Liebe verdient. Da bin ich deiner Meinung. Die komplette BMW-Modell rein so zwischen 2001 und 2008 sind ja nicht bei allen BMW-Fans auf Gegenliebe gestoßen. Die haben sich erst ihre Spuren verdienen müssen. Manche haben ungerechterweise einen schlechten Ruf bekommen, andere wurden akzeptiert. Ich denke mal, der 5er und der 3er hatten es leichter, währenddessen der 1er und der 7er sicherlich einen eher schwereren Start hatten. Das ist eigentlich das perfekte Stichwort, um euch, liebe Freunde, auch die anderen Videos zu diesem Thema ans Herz zu legen. Es wird noch ein kleines Chris Bangle Spezial geben, in dem wir in diesem Modellzyklus mal einen tieferen Einblick nehmen. Da ist ein 1er dabei, ein 3er, ein 5er. Dieser wunderschöne 6er wird in dem Video auch zu sehen sein und auch ein BMW 7er. Quasi die ganze Chris Bangle Bandbreite. Und da gibt es auch noch das ein oder andere Einzelvideo, da schmeiße ich euch jetzt einfach mal einen Link hier oben mit rein. Wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne an. Wenn ihr das toll findet und das feiert, dann bitte jetzt auch schon unbedingt den Like-Button betätigen. Ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren, unbedingt die Glocke anmachen. Hier kommt noch viel, viel mehr, auch aus diesem Zeitalter, weil es mich natürlich auch sehr interessiert, wie eure Erfahrungen und eure Reaktionen darauf sind. Seid ihr der Meinung, die Autos der Chris Bangle-Ära
gerade der Dreier, der Fünfer, der Siebener sind vielleicht zu Unrecht unterschätzt. Und man darf nie vergessen, in dieser Zeit gab es auch einige Exoten. Wir haben den ersten Z4, den dann auch als Coupé, was sensationell war. Ja. Dann das kontroverse SUV, der X3, wie ich heute von Peter erfahren habe, ein Topseller, was ich überhaupt nicht gewusst habe. Ja, schreibt mal rein, wer von euch hatte schon mal einen eigenen X3 und wie war's? Und wenn wir jetzt wieder auf diese Baureihe gehen, BMW 6er, E63, E64, gab es danach nie wieder mit V10-Zylindern. Ja, die M's mit den 10-Zylindern haben ein Alleinstellungsmerkmal. Sind was für Menschen, die sich das leisten wollen. Auf jeden Fall ein Hochgenuss für die Ohren. Ja, auf jeden und, Fall. Und man sollte auch gute Bauchmuskeln haben, denn wenn das SMG die Gänge durchknallt und die 507 PS bei 8000 Umdrehungen wüten, das ist dann kein Cruisen mehr, das ist schon Motorsport. Vielleicht sollten wir den Leuten noch was berichten, wie qualitativ hochwertig die Autos aus dieser Reihe sind. Dann nehmen wir das auf jeden Fall als Pluspunkt mit rein. Ja. Da kannst du ja bestimmt aus Erfahrung sprechen, was die qualitative Hochwertigkeit im Betrieb des Autos angeht. Das, was für mich jetzt zum Anfassen da ist, ist alles, wie das hier nach 13 Jahren inzwischen aussieht, sich anfasst. Da scheppert nichts, da ist alles noch wie am ersten Tag, würde ich bald sagen. So ist es. Die Qualität, die wir hier geboten bekommen, ist eine tolle Haptik des ganzen Materials. Die Materialauswahl ist sehr, wie ich finde, ansprechend und lädt auf jeden Fall zum Verweilen ein. Das Leder ist, wie ich finde, besonders weich, hochwertig verarbeitet, ordentlich genäht. Ja. Also wir bewegen uns hier ja eigentlich schon nicht mehr in der Mittelklasse. Der Sechser, der schielt schon nach Richtung Oberklasse. Der Peter genießt hier. Vom Sound her auf jeden Fall auch in der Oberklasse. Ja. Ich glaube, in der Oberklasse soll es schon wieder leiser sein. Das wäre schade. Der Gran Turismo darf das. Ja, das wäre schade. Wir haben vorhin das Wort dezent dafür benutzt und ich finde, es passt hervorragend. Dieses typische, melodische, voluminöse Blubbern des V8, jetzt so beim ganz leichten Berghochfahren im Ohr zu haben, das passt einfach so wunderschön. Das ist die perfekte Untermalung für dieses sich qualitativ hochwertig anfühlende Auto. Ja, da gebe ich dir recht. Und beim Motorbremse wirken lassen, was hier gerade passiert, ist es ebenfalls klanglich ein Genuss. Ja. Rechts bitte. Ich möchte einen extra Pluspunkt vergeben für diese Sanftheit, mit der man fast schon wie auf hoher See vom Steg ablegt und die Automatik dann so feinfühlig die Gänge wechselt. Da gebe ich dir recht, das empfinde ich genauso. Mir persönlich hat dieses Auto noch niemals Sorgen bereitet aufgrund von schlimmen technischen Mängeln. Ich hatte einmal im Frühjahr zu Beginn der Saison eine ausgefallene Zündspule. Da lief er mal kurz auf 7 Zylindern und dann gab es eine neue Spule. Dann war das Thema wieder behoben. Mhm. Ansonsten ganz normale Wartung, alle Flüssigkeiten, Filter und so weiter, wie es dazugehört. Und seitdem macht dieses Auto seinen Dienst nach Vorschrift. Jedoch muss man auch dazu sagen, dass er bei mir kein Kilometerfresser ist. Ja, mit nur 93.000 in 13 Jahren ist es ein Auto zum Genießen an schönen Tagen. Absolut. Man hat von den N62 V8 Motoren gehört, dass die teilweise, glaube ich, so ein Problem mit dem Wasserrohr zwischen den Zylinderköpfen hatten. Betrifft das auch diesen Motor? Nach meinem Kenntnisstand betrifft das die 4,4 Liter Ausführung der früheren Baujahre. Dieses Aggregat hier ist wohl dann eine technisch überholte Ausführung, die Problematik nicht mehr so schlimm hat. Wenn ich mich richtig erinnere, soll es auch mal Probleme mit Schaftabdichtung gegeben haben von den Ventilen und zu erhöhten Höhlenverbrauch geführt haben. Das ist hier auch nicht der Fall, lässt aber nie ausschließen, dass andere davon betroffen sind. Mir persönlich, ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht und kann das Triebwerk nur empfehlen, wer diesen Charakter mag. Wer ein Powerbolzen will, ein hochdrehendes Sportgerät, dem würde ich von diesem Motor allerdings abraten, weil das ist er nicht.
an der Magengrube. Einmal in die Richtung, einmal in die andere. Das ist sehr beeindruckend. Ja, so empfand ich als Kind Achterbahn fahren. Ja. Das ist ja auch eine Art Drehmoment, was man dort erlebt. Es ist beeindruckend in dieser Präsenz, mit der nur ein großer Saugmotor das servieren kann. Das passt wunderbar zum Charakter dieses Autos. Dieser Turbo Boost, den die Vierzylinder teilweise so ruckartig aufbauen, der hätte jetzt nicht zu diesem sanftmütigen Charakter von einem Gran Turismo gepasst. Gar nicht. Ja. Aber jedoch wäre damit dann nochmal deutlich schneller, wenn hier Turbos dranhängen würden. Als V8 Turbo auf jeden Fall, ja. Davon gehe ich das aus. Das unterschreibe ich, ja. Dann wäre es eine Waffe. Jedoch verliert er damit wieder diesen Charme, den er jetzt hat. Ist halt die Frage, ob die Fans dieser Baureihe eine Chance geben, ob sie ein Klassiker werden wird oder darf, oder ob es ewig ein ungeliebtes, sehr individuelles Fahrzeug bleiben wird. Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Ich möchte von euch bitte jetzt in den Kommentaren eine ganz ehrliche Meinung dazu haben. Meine ganz ehrliche Meinung: ich bin oft auf Kriegsfuß mit Autos, die so modern fahren, mit diesem Auto aber nicht. Es ist ein unglaublich stimmiges Gesamtpaket und ich finde, die anfangs kontroverse Optik sollte dieses Auto nicht davon abhalten, eine Liebhaberkarriere einzuschlagen, gerade in dieser Komposition als 650i mit 8 Stufen Automatik. Habe ich das selten so formvollendet erlebt. Und das sage ich dir als sonst überzeugter Schalterfahrer, aber hier passt einfach alles. Da muss ich dich leider korrigieren, du fährst eine 6-Gang-Automatik. Oh! Aber wenn die sich so gut benimmt wie die moderne 8-Gang, dann hat sie alles richtig gemacht. Ja, das mag jetzt vielleicht in meinem Gehirn so passiert sein. Und dazu dieses Fahrverhalten. Das ist so typisch BMW. Das glaubt man nicht, wenn man das Auto von außen sieht. Es ist unglaublich. Auch das ist so typisch BMW. Das ist, warum ich auch so gerne BMWs kennenlerne beim Fahren. Das Auto vermittelt dir sehr schnell eine hohe Sicherheit. Das Auto hat eine sehr hohe Toleranzschwelle dessen, was es kann, und vermittelt dir dann ein Gefühl der Beruhigung beim Fahren. Das schätze ich sehr hoch ein. Ja, mein lieber Peter. Man kann dieses Auto eigentlich mehr erleben als erquatschen, aber... Definitiv. Das Erleben nimmt mit jedem Kilometer zu und auch die Freude nimmt mit jedem Kilometer zu. Ich war mir tatsächlich am Anfang ein bisschen unsicher, weil neues Auto, großes Auto, schweres Auto. Aber das Gesamtpaket überwiegt halt. Deswegen möchte ich als letzten Pluspunkt in diesem Video, um nochmal ganz kurz auf das Gesamtthema zurückzukommen, ja, immer gern, einen auditiven Pluspunkt vergeben, und zwar einen ganz großen eben von dieser Soundkomposition. Das ist einfach nur schön. Es passt tatsächlich perfekt zu einem Cabrio. Ja. Ist, wenn ich mir eine andere Baureihe, zum Beispiel E30 oder E36 als Cabrio, nur mit 6-Zylinder kaufen würde, wegen dem Klangerlebnis tatsächlich, so passt hier in den E64 der V8 vom Klangerlebnis perfekt rein. Das denke ich auch. Und in dem Moment bedauere ich die Menschen, die den wirklich wunderbaren, aber nicht ganz so klangschönen M57 Diesel dann in diesem Auto fahren. Und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, lieber Stefan, Grüße gehen raus, dann darf ich den M57 Diesel auch nochmal ausführlich fahren. Das wird dann auch ein spannendes Erlebnis, der erste deutsche V8 Turbo Diesel. Oh, Peter, da musst du schneiden, der M57 ist 3-6-Zylinder. Das Auto gibt es als 635D. Der V8 war der M67. So ist es. Jetzt hätte ich hier im Video fast Fake News verbreitet. Sofort disliken und deabonnieren und alles und erzählt allen, PS-Blick hat keine Ahnung. Ist ja eine Katastrophe. Danke für deine Expertise. Sehr gern. Aber vielen, vielen Dank für diese Gelegenheit. Peter, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann unbedingt jetzt abonnieren. Da ist da so eine kleine, niedliche Glocke. Macht die an, dann werdet ihr hier über alles auf dem Laufenden gehalten. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Ihr könnt mich an diesem Versprechen messen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, allzeit gute Fahrt. Ciao. Ciao.